Beseitigt Müdigkeit, ah. Berduskanisches Schwarzbräu. Dieses Dunkelbier wurde nach den Händlern aus Berdusk benannt, die dieses Gebräu verzapft haben. Diese Händler waren immer in Eile, um ihre diversen Geschäfte abzuschließen und wurden bald durch Müdigkeit und das Bedürfnis zu schlafen an der Arbeit gehindert. Wenn man dieses Gebräu trinkt, verschwinden die Müdigkeit und Lustlosigkeit und der Anwender kann in seiner Tätigkeit fortfahren. Ja. Trank der Klarheit. Ja, Schwachsinn heilen. Wie flößt man eigentlich jemanden den Trank ein, wenn Schwachsinn wirkt? Gefühl Hoffnung. Oh, das wäre praktisch. Was? In Ordnung. Ist hier auch niemand drin? Hier sind Mädchen, okay. Mehr Zeug. Irgendwer hat wenig Tränke. Ja, du. Kältekegel. Und auch noch Widerstand gegen Kältetrank. Wie kann es soll geschehen? Hallo, seid ihr gekommen, mit mir zu spielen? Ich hatte schon lange niemanden mehr, mit dem ich spielen kann. Ich heiße sie Seria, nett euch kennenzulernen. Habt ihr meine Mutter gesehen? Nein, nicht Kleine, wer ist deine Mutter? Mutter ist Mutter. Ihr gehört dieser Ort. Wenn Fremde zur Hand kommen, lässt Mutter sie hier ausruhen. Wollt ihr jetzt spielen? Wo ist deine Mutter gegangen? Mutter hat gesagt, dass unten viel gekämpft wird und dass wir hier bleiben sollten. Da war so ein Lärm. Als der Lärm richtig laut wurde, hat meine Mutter angefangen zu weinen. Der hat gesagt, dass ich unter dem Bett bleiben und niemanden hereinlassen soll. Mutter hat gesagt, dass sie helfen würde und dass sie bald zurückkommen und mit mir spielen würde. Sie hat die Tür abgeschlossen und danach habe ich sie nicht mehr gesehen. Das ist in Ordnung. Mutter ist wahrscheinlich damit beschäftigt zu helfen. Sie wird bald zurückkommen. Ja. Du musst die Wahrheit erfahren. Du wirst deine Mutter nie wiedersehen. Nein, wir sind jetzt nicht so grausam, einem Elfenmädchengeist das auch noch zum Weinen zu bringen. Seheria, ich muss jetzt gehen. Wenn ich deine Mama sehe, sage ich ihr, dass du darauf wartest, dass sie mit dir spielt. Leb wohl. Ach, also ja, gut. Ich kann euch mal Kein zeigen, was dabei Befehl. rauskommt. Weiter. Nein, kann ich nicht mehr. Ja, Auch vorwärts. gut. Tisch im zerstörten Speisesaal. Tisch im zerstörten Speisesaal. Und hier sind sehr viele Schattenelfen. Die einfach trinken. Tisch im zerstörten Speisesaal. Wird der markiert? Nein. Sag was sofort. Brauchst du mich? Mit deiner Erlaubnis. Wo sind die Elfen hin? Wie kann ich weiter? Ja, ich muss eigentlich sagen, also ich will nicht vorwegnehmen, was ihr eben in der abgetrennten Hand abgegangen ist. Das werden wir noch früh genug Kein erfahren. Befehl, es soll geschehen. Aber ich muss immer sa noch Was sagen, ist dass los? ich die Soll das abgetrennte geschehen? Hand als einen der Ja, gewiss. gruseligsten Orte. Tisch in der ehemaligen Festhalle. Schattenelf hat euch nichts zu sagen. Ja, sie verblassen einfach. Aber Tilanis, der verblasst nicht. Gucken wir erstmal, was in den Krügen ist. Also ja, allgemein finde ich es. Die abgetrennte Hand einer der düstersten und deprimierendsten Orte in diesem,
Icewind Dale. Warum werden wir, wie gesagt, später noch erfahren. So, was haben wir hier? Ein Einsichtstrank. Absorptionstrank. Ja. Der ist auch nie verkehrt. Auch Klarheitsrank. Trank der Geschütztheit. Ist auch, ist gegen Blitze. Und Konzentrationstrank, Intelligenz und Geschicklichkeit. Ja. Sag was gewiss. Gucken wir mal, was Telanis uns zu sagen hat. Abenteuer. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass ich je wieder irgendwelche Menschen in diesem Teil der Hand verirren. Wie dem auch sei, erlaubt mir, dass ich mich euch vorstelle. Mein Name ist Telanis, Telanis Liedbeuger, außergewöhnlicher Sänger, Meister der achtseitigen Mandoline, Liebhaber schöner Frau und Erzähler großartiger Geschichten und vor allem Minnesänger der Hand. Schon seit Gerüstchen, also es ist schön, jemanden zu sehen, der uns nicht gleich in den Abgrund schicken will. Was ist der Grund? Ihr habt so seltsam es auch scheint, ein paar von uns behielten eine Ähnlichkeit mit ihrem früheren Selbst, nachdem Laryl den Zauber gewirkt hatte. Alle anderen sind entweder wahnsinnig geworden oder versuchen, alles umzubringen, was ihnen vor die Nase gerät. Wie kam es dazu? Lasst mich euch mit einem Lied unterhalten und vielleicht wird das eure Frage beantworten. Wie wäre es mit der alten Ballade über Laryl? Oder vielleicht eine traurige Geschichte über das Bündnis mit unseren Zwergennachbarn? Ich würde gern die Ballade von Laryl hören. Meine Ballade vor Laryl geht so. In Zeiten des Wachstums dazu beschlossen die Elfen, eine Heimat im Norden zu gründen. Und so suchten sie einen mit starkem Geist, mit starkem Willen, der diese Aufgabe meistern könnte. Da der Zauberer waren viele und voller Eifer ein jeder, doch ward ein Weiser gefunden. Laryl ragte heraus. Und so ritt er dahin über eisige Lande und den erklomm die Gipfel so hoch auf dem Grate der Welt. Er bekämpfte wilde Tiere und die dunkelste aller Horden, stets ohne zu zögern, blieb Laryl stets Sieger. Und Winter kam und Winter ging, durchs finstere kalte Nacht kämpfte einer sich durch. In der Mitte der Tundra ein Ort erfand zum Heim für Elfen, ward dieser von Laryl auserkoren. Ja, das ist die abgetrennte Hand dann wohl. Werde die Geschichte von den Elfen und den Zwergen erzählen? Ah, die Geschichte von Elfen und Zwergen. Das ist eine traurige Geschichte. In der Zeit des Kampfes gegen die dunkle Horde fanden wir einen Freund im kleinen Zwergenvolk. Als eins war eins, so kämpften unsere Truppen. Im Kampfe vereint schlugen wir die Dunklen zurück. Wir tanzten und tranken, als den Sieg wir errungen, ein Feind war bezwungen. Dein neuer Freund da. Zusammen wir beschlossen, Dinge aus Luft zu erschaffen, Waffen der Macht, Artefakte der Kraft. Und Jahr um Jahr blieben wir so verbunden, in Zeiten der Blüte, gar in Zeiten des Streits. Doch als das Dunkle zurückkam, da waren wir blind, die Zwerge, sie gaben Waffen den Orks. Das glaube ich irgendwie nicht. Das Messer im Rücken betrug statt Freundschaft, das geben die Zwerge dem Elfenvolk. Vielen Dank, Telanis. Lebt wohl. Wie kann also, das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum Laryls gesandtes Ich wohl so schlecht auf Zwergeneichhörnchen zu sprechen ist. Also, wo ist jetzt meine Brille? Leland. Hi. Seid gegrüßt. Willkommen, mein Herr. Willkommen. Lasst euch nicht von all den wundervollen Dingen, die ich zum Kauf anbiete, abschrecken. Kommt, kommt. Ich heiße Leland und ich bin der Besitzer dieses Ladens. Seid gegrüßt. Ich heiße Benno. Ihr seid mir nicht böse, aber euer Geschäft scheint niemandem dienen zu können. Leland, ich würde mal gerne eure feinen Waren ansehen. Das verstehe ich nicht. Warum führt ihr einen Laden in der zerstörten Festung? Die abgetrennte Hand wurde schon vor hunderten von Jahren zerstört. Ich muss mich auf den Weg machen. Lebt wohl. Nehmen wir mal die 1. Ihr macht wohl Witze, mein Herr. In meinem Laden gibt es jetzt die besten Waren aus dem ganzen Land. Seht euch nur mal um. Seht euch die Teppich an, der dort an der Westwand hängt. Qualität dieses Kalibers findet man nur im äußersten Winkel des Ostens.
Könnt ihr mir etwas über die Elfen der abgetrennten Hand erzählen? Na klar, mein Herr. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, ist die Hand der Seldarin eher eine Festung. Wir sind immer vorbereitet auf die dunkle Horde aus dem Norden. Wie ihr es schon gesehen habt, beherbergen die unteren Ebenen die Mehrheit der Elfentruppen. Die Ebene, auf der ihr steht, ist ein Gemeinschaftsbereich, in dem sich unsere Festhalle, eine Taverne sowie der Laden meiner Wenigkeit befindet. Von dieser Ebene aus kann man die fünf Türme sehen, die hier aufragen. Der Choleron-Turm, der Cheveras-Turm, der Sehanine-Turm, der Libellas-Turm und der Solono-Turm. Erzähl mir etwas über den Choleron-Turm. Einige würden sagen, der Choleron-Turm ist der Ort, an dem viele, wenn nicht sogar alle wichtigen Entscheidungen über die Artelquesir aus dem Norden getroffen werden. In letzter Zeit waren wir sehr damit beschäftigt, uns zur Verteidigung gegen die Horde vorzubereiten. Fast so, als ob direkt vor unserer Haustür gekämpft werden sollte. Aber keine Angst, mein Herr, die Artelquesir aus dem Norden werden die Horde zersplittern, bevor sie auch nur in die Nähe der Festung kommt. Der hat echt nicht mitgekriegt, dass die Horde schon drin war. Also das erklärt die Orks, die Schattenorks in den unteren Ebenen halt schon mal. Aber nicht die Untoten. Erzähl mir vom Cheveras-Turm. Im Cheveras bereiten sich die bewaffneten Streitkräfte der Artelquesir aus dem Norden auf den Kampf vor. Vom Schwert bis zum Bogen dreht Kelesa jeden Elfen für die Schlacht gegen die Horde. Vielleicht kann sie euch ein paar Lektionen erteilen, mein Herr. Der Sehanine-Turm. Tief im Inneren des Sehanine-Turms ist der Ort, an dem wir die Waffen und Panzer verzaubert, die wir gegen die Horde einsetzen. Es ist einer der am stärksten bewachten Türme, nur so können wir sicher gehen, dass das Zauberwissen und die Zaubergegenstände nicht in falsche Hände gelangen. Wenn das passieren würde, könnte sich das Kriegesglück gegen uns wenden. Was ist der Libellas-Turm? Wie ihr wollt, mein Herr, der Libellas-Turm ist der Ort, an dem sich die Zauberer der Hand aufhalten, wenn sie nicht gerade im Sehanine-Turm beschäftigt sind. Im Turm befindet sich eine der größten Bibliotheken über die Elfengeschichte und die Vorzeit in den Reichen. Auf dem höchsten Turm des Punkt des Turmes befindet sich eine unserer größten Errungenschaften, das Astrolabium. Dort erforschen Larus und seine Zauberer alles, was die Zeit und die Sterne betrifft. Von dem wird wahrscheinlich auch das abgebrochene Teil sein. Der Solono-Turm? Im Turm wohnen unsere frommen Priester. Sie führen verschiedene religiöse Dienste für uns aus und kümmern sich um die Kranken und Verletzten. Wenn ihr jeden ihrer Dienste benötigt, stehen sie zu eurer Verfügung, mein Herr. Dann zeig mal, was du so im Angebot hast. Ja, du hast Pfeile, was ziemlich praktisch ist, aber du hast keine +1 Pfeile. Verfaultes Honigleder und verbottete Distelwolle. Ja, Schatullen. Ein von 11 genähter Mantel, der ist nicht mehr teuer, den könnten wir ruhig kaufen. Vor allem, weil eigentlich alles Widerstand gegen Kälte gibt, was gar nicht mal so unpraktisch ist. Ich würde mal am liebsten elfischer Heidrakwein. Diese Elfenweinflasche steckt auch die Kräfte eines Heiltranks. Während eines Festes der Elfen hatten die Priester der Hand der Seldarin zu tief ins Glas geschaut und versehentlich einen Fass Elfenwein in eine Mixtur gekippt, die eigentlich für einen Heiltrank vorgesehen war. Ja. Lustig ist, wir können hier 3 Feuerpfeile kaufen, wir können hier 15 Bolzen kaufen. Oh, davon kann ich mehr kaufen. Jetzt kaufen wir erst einmal die 3 Sachen. Das ist der Rüstungsklasse bringt. Du trägst schon Schuhe.
Na komm, dann drücken wir mal den Zwerg mit Kältewiderstand ein. So. Ja. Ja. Und dann würde ich sagen, bevor wir uns anfangen, die Türme anzusehen. Machen wir hier erstmal einen Cut. Also speichern erst einmal. Das wäre jetzt 13, ja. LP013. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.